I started to wonder what was happening in oceans elsewhere on the planet. Also vielleicht, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin schon ziemlich schockiert von dem Film. Ja, als ich den Film gesehen habe, da dachte ich, man kann Kernkraftwerke blockieren. Man müsste allmählich auch mal beginnen, diese Plastikproduzenten zu blockieren. Ja, wirklich. Dass man da Sitzstreiks macht oder was immer tut. Ich keine Ahnung. Wo sind denn diese Leute, die das herstellen? Mit welchem Gefühl tun die das? Ja, das würde ich mal gerne wissen. Wer kennt diese Leute? Ich bin der Plastiktütenmann, ich zieh die Plastiktüten an. Wir sind ja alle Konsumenten und wie der Film ja schon gezeigt hat, hat jeder von uns ein ganz kleines Stück Macht, um das Problem wirksam anzugehen. In unseren täglichen Konsumentscheidungen können wir ganz, ganz viel mitbestimmen und Angebot und Nachfrage hängen zusammen. Jeder von uns kann was machen. Genau aus diesem Grund, um den Ozean zu schützen, habe ich meinen Laden eröffnet. Und wenn man reinkommt in den Laden, gibt es einige Produkte, die man sonst nicht kennt. Und vielleicht sind hier heute in diesem Raum auch einige Unternehmerinnen und Unternehmer anwesend. Darum geht es natürlich auch. Die Wirtschaft kann was machen und die Konsumenten können was machen. Da kann jeder anfangen. Und jetzt, wenn wir mal fragen, was können wir ganz groß machen, dann ist natürlich auch klar, dass die Politik daran muss. Was denkt ihr? Ist das eine Preislösung oder ist das doch eher eine Sache für ein Verbot? Ich eröffne die Abstimmung des neuen Landtags in Nordrhein-Westfalen. Konstituierende Sitzung, Tagesordnungspunkt 5 ist die Debatte über die Plastiktüten in Nordrhein-Westfalen. Ich frage das Plenum, wer wäre eher für die Preislösung? Wer würde sagen, dass ein Verbot die richtige Lösung wäre? We have to make our life better for our kids' children. Change is possible. It starts with us. Die Mehrheit hat sich für ein Verbot ausgesprochen. Der selbsternannte Landtag in Nordrhein-Westfalen hat in Nordrhein-Westfalen Plastiktüten verboten.